Ganz sicher, weil es eben immer auch eine starke Gruppe in Württemberg gegeben hat, die sich da sehr kritisch dagegen ausgesprochen hat. Aber das Thema kommt ja jetzt auch nicht zum ersten Mal hoch. Es ist ja immer wieder mal auch diskutiert worden in der württembergischen Kirche. Warum es jetzt letztlich sozusagen so lange dauert oder wir da ein Schlusslicht sind oder vielleicht auch so eine Art gallisches Dorf, ich weiß es nicht, wird man letztendlich nicht beantworten können. Ne? Also natürlich kann sie Nein sagen. Sie ist an weltliches Recht an dieser Stelle nicht gebunden. Und da würden auch viele Politiker oder alle Politiker werden da auch das so sehen müssen, dass das, was da an weltlichem Recht festgestellt worden ist, fürs Kirchenrecht erstmal nicht bindend ist, sondern hier hat die Kirche ihre ganz eigene Art und Weise, eine Ehe theologisch zu definieren. Und zu sagen, was ist für uns Ehe und was ist nicht Ehe. Und deswegen ist der Beschluss im Bundestag natürlich so auf weltlicher Ebene zu respektieren, aber es hat für das Handeln der Kirche erstmal keine direkten Konsequenzen. In Württemberg vermute ich, dass es nicht so weit gehen wird, dass tatsächlich die Trauagenda geändert wird. Vermutlich wird es irgendeine etwas herabgestufte Lösung geben. Wir werden sehen. Ja, also da ist der Sprachgebrauch ist da sehr verwirrend, weil streng genommen findet auf dem Rathaus, bzw. dem Standesamt, findet eine Trauung statt. Das Paar wird dort getraut und ist dann ein Ehepaar. Und das, was wir als Traugottesdienst, als herkömmlichen Traugottesdienst bezeichnen, ist eine Segnungshandlung anlässlich einer solchen Eheschließung. Wenn man jetzt natürlich über die Frage spricht, ob Traugottesdienste, sogenannte Traugottesdienste, jetzt auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich sein sollen, dann geht es eben im Letzten um die Frage, sollen die dem genau gleichgestellt werden? Das ist eigentlich das, was dahinter steht. Ob man es jetzt Segnung oder Trauung nennt, ist da eigentlich gar nicht mehr so entscheidend, sondern wird die Segnungsgottesdienste, wie sie jetzt für ein gegengeschlechtliches Paar bisher üblich sind, anlässlich einer solchen Eheschließung, soll dem gleichberechtigt an die Seite auch ein öffentlicher Segnungsgottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare stattfinden. Da ist ja der eigentliche Knackpunkt. Ich glaube, die Schärfe kommt daher, dass die Diskussion Themen berührt, wo alle, die an dieser Debatte teilnehmen, besonders empfindlich sind. Das ist das Thema der eigenen Sexualität, der eigenen Leiblichkeit. Das ist das Thema des Bibelverständnisses. Und das sind Themen, die man nicht einfach nur so am Schreibtisch diskutieren kann. Das sind Themen, die uns sofort tief berühren. Und das ist bestimmt ein Grund, warum die Debatte so heftig geführt wird. Ganz sicher. Natürlich verliert sie an Profil. Es ist schon erstaunlich, dass sich eigentlich viele über die theologischen Gruppierungen hinweg in der Frage des Schriftbefundes, was da steht, einig sind. Wo dann die Wege auseinandergehen, ist in der Frage, inwieweit soll das heute noch für uns relevant sein? Da gibt es dann verschiedene Argumente, unter anderem, dass man heute doch viel, viel mehr auch über das Phänomen Homosexualität wisse, als es früher der Fall war. Da wird es dann sehr, sehr schwierig. Aber was den reinen Schriftbefund anbelangt, ist eigentlich die Einigkeit recht groß. Wobei die Motivation, das zu tun, vermutlich eher die ist, die Kirche wieder gesellschaftlich relevant zu machen. Ich glaube aber fast, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Dass man sich fragt, wenn das, was gesellschaftlich ohnehin Mainstream ist, jetzt eben auch noch von der Kirche gesagt wird, inwieweit brauchen wir sie dann eigentlich? Ich glaube zum einen, weil hier tatsächlich die Bibel uns eine Grenze zieht und die Befürchtung da ist, wenn wir diese Grenze nicht wahren, kommen wir in große Argumentationsnöte, wo wir sie an anderer Stelle noch wahren können. Das ist das eine. Und das andere ist der Satz, dass Jesus uns liebt, gilt 100% und uneingeschränkt. Und trotzdem geht Jesus mit den Menschen, die er liebt, einen bestimmten Weg und setzt ihnen auch bestimmte Grenzen. Öffnet ihnen bestimmte Räume und setzt ihnen aber auch bestimmte Grenzen. Und ich glaube, dass die Diskussion
über diesen Teil zu wenig geführt wird, über diese Frage, ist, glaube ich, auch etwas, was uns nur so eine schrankenlose Weite führt, oder führt uns der Glaube auch irgendwo hin, wo Grenzen sind? Also es darf meiner Meinung nach nicht so weit kommen, dass diese Pfarrer unter einem Rechtfertigungsdruck stehen, also sich plötzlich rechtfertigen müssen, dass sie diesen Schritt nicht mitgehen. Deswegen ist das mit dem Gewissensschutz für mich auch eine ganz ambivalente Sache, der ja in manchen Kirchen da jetzt eingeführt worden ist, weil es immer so klingt, als ob man eine bestimmte Minderheit, die da eine Sonderposition hat, dass man die jetzt eben noch schützen muss. Da sehe ich aber auf der Seite dieser Pfarrer und Pfarrerinnen, die das nicht möchten, keinen Rechtfertigungszwang. Es müsste schlicht gewährleistet sein, dass die zu solch einer Handlung nicht verpflichtet werden können. Also ich würde ganz, ganz dringend empfehlen, in diesem Punkt nicht schweigend abzuwarten, sondern möglichst auch noch vor einer solchen möglichen Entscheidung zu sagen, was man denkt. Und dann auch nicht der Kirche den Rücken zu kehren, sondern zu sagen, nee, dann bleibe ich gerade drin und versuche das, was mir wichtig ist, auch in dieser Kirche groß zu machen. Das ist auch nicht das einzige Thema, das wir haben, natürlich ein relevantes. Aber für mich wäre es ein großer Schmerz, wenn viele sehr aktive Christinnen und Christen hier die Kirche aus diesem Grund verlassen würden. Ich habe nicht mit allen gesprochen, deswegen kann ich da schwer und wirklich tragfähiges Gesamtbild zeichnen, aber doch wirklich viele, die sich Sorgen machen. Und die sich tatsächlich auch fragen, wenn das jetzt eingeführt würde, auch eventuell sogar eine Änderung der Trauordnung, was heißt das für mich, was heißt das dann auch zum Beispiel für die Frage, kann man dann in einer Kirche, in der, der das eingeführt worden ist, kann ich dann noch Dekan werden zum Beispiel oder Dekanin, wenn ich so etwas ablehne? Das finde ich eine wichtige Frage und manche werfen auch die Frage auf, wie ist es mit dem theologischen Nachwuchs aus jetzt nicht nur pietistischen Elternhäusern, sondern auch konservativ-lutherischen Elternhäusern. Kann man denen dann noch empfehlen, in eine Kirche zu gehen, in der das sozusagen eigentlich der Standard ist und das andere dann die Ausnahme? Das sind Dinge, die nicht nur mir Sorgen machen, sondern durchaus auch Studierenden, Pfarrern. Sie hat auf jeden Fall das Potenzial, einen tiefen Unfrieden in eine Kirche hineinzutragen und zu verfestigen. Ob es eine Kirche spaltet, so weit wage ich nicht zu gehen, das zu behaupten, aber sie hat auf jeden Fall das Potenzial, ja, Unfrieden in die Kirche zu tragen.